I guess I should have brought my jacket to work. Yeah. This block can be quite intimidating when it's so quiet. Almost there. Stephen didn't want to go out for a drink tonight, so I'll drink my whiskey in the company of my TV. Shit. I forgot the muffin. Well, Ridley will have a nice treat for the night. I'm sure he'll be his happy, thankful self tomorrow. Geh zurück in deine Wohnung. Von wo sind wir denn hier eigentlich gekommen? Ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Parkplatz gegangen sind. War das hier? Ah. Outdoor Service ist klar. Moment, was davon war jetzt meine Wohnung? Die war oben, ne? The Silence of the Absence. Kommen wir hier rum? Ich weiß nicht, habe ich ganz oben gewohnt? Ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Moment, bei den Mädels sind wir hier noch vorbeigekommen, das weiß ich. Da oben ist es ganz dunkel. Ach, da ist auch eine Tür, glaube ich, davor. Wo wohne ich denn? What? What? What the fuck? But I locked it. I'm sure of it. Kapitel 2. Who the fuck did this? I don't have anything valuable. Money. They must have stolen the money. Oh god. Oh god. What am I supposed to do now? Okay, ich habe gerade eine Errungenschaft dafür bekommen, dass ich nachgeschaut habe, was im Kühlschrank ist, was natürlich nicht stimmt. Ich habe den nur zugemacht. Überprüfe das Schmuckkästchen. Ach, sogar Pringles haben sie hier. Oh, lecker. Allerdings, das Viech da oben sieht anders aus, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn das Schmuckkästchen? Im Badezimmer wahrscheinlich nicht, oder? Hier, das ist zu. Da können sie also nicht rein. Ja gut, die haben ja die Tür aufgebrochen. Ist ja logisch, dass sie da nicht reingekommen sind. Mr. Superclever, beziehungsweise Mrs. Superclever ist wieder unterwegs heute. Fuck. Alter, was schreist du mich so an? Ich habe gerade gedacht, da kommt ein Jumpscare. Great. That's all I need. What if it was Red Pete? Ja, aber ist doch nichts rausgenommen, oder? Wenn ich das hier richtig sehe. Was ist passiert? Okay. Die können wir nicht anmachen. Haben wir hier keinen Lichtschalter oder was? Where? I need my pills. I can't get my thoughts together. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Wo sind seine Pillen denn? Ah, nee, die. Doch, hier. Ich dachte, die wären im Schlafzimmer. Auch wenn da oben steht, nimm deine Tabletten im Badezimmer. Okay. I'm gonna have to report this to the police. Christ. Why did the neighbors not report anything? I'm calling Stephen. Weil du in so einer Assi-Gegend wohnst, wo niemanden es interessiert, wenn irgendjemand angebrochen. Wobei jemanden eingebrochen wird. So. Stephen. Now, Jack, I told you, I'm going for a drink with you for another night in a row. That's not why I'm ringing. Although I could do with one. Someone broke into my apartment. What? Did anyone see anything? Have you called the police yet? No, I don't think so. Anyway, no one contacted me. As for the police, I'm calling right now, officer. All right. Do you want me to head around? Look for any trace evidence? I don't know. No, I guess not. Honestly, I don't have the strength to deal with it right now. I just want to lie down. Are you sure? Because it's no trouble at all. I think so. I'm sorry. I just wanted to calm down a bit. I don't know. That's probably some stupid joke. Only money was stolen. Money? From Alice's box? Oh, fuck. Listen, I can come over. I have the key.
I'll drop by, do what I need to do, and you go get some sleep. No, don't trouble yourself. Lately, I've been just so tired and distracted. I don't know. Maybe I forgot to close the apartment door on my way to work. If anything else is missing, I'll let you know and call the police. All right. Just make sure you close it tonight. If you see anything weird tomorrow, let me know. Whoever did this may be watching you. I don't think anyone is dumb enough to come back. You're probably right. Take care, Jack. If you need anything, call me. I promise I will. Thanks, Stephen. Sorry to bother you again. I've just been all over the place lately. It's not a problem. Good night, Jack. Good night. Ja, ich habe dann so im Nachhinein auch festgestellt, stimmt, da war ja dieses Geldbündel dabei. Oh, ich glaube, wir kriegen... What? I guess I should clean this shit up. Ja, ich würde gerne... Ja, wir sollten erstmal da starten, wo man hier mal Licht anmachen kann, weil das ist ja grauenhaft hier. Das Problem ist, das sind wahrscheinlich die Lichtschalter, aber die kann ich nicht benutzen. Ich habe allerdings einen Kommentar gehabt, der sich wünscht, den Text ein bisschen zu vergrößern, was mir gerade eingefallen ist. Ich schaue mal eben ganz kurz nach, ob man das einstellen kann. So, ich habe es jetzt umgestellt. Ich hoffe, dass das jetzt besser lesbar ist für alle. Okay, das ist gruselig. Be honest, I could leave it like this. I still don't understand why Alice liked this painting so much. Aber warum ist der jetzt so dämlich? Das verstehe ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht, dass der jetzt hier alles aufräumt, anstatt die Spuren Maybe sichern zu lassen. I should pack this thing away. I have no interest in DIY at the moment. Now I'm sure I won't get caught up in these papers. Alice's family should really have some of these. Okay, na, räum die Wohnung auf. Ich meine, hier liegt überall irgendwas rum und Shit. Ist alles durcheinander. The glass in this thing needs to be replaced. Definitiv. Wieso kann ich die Couch jetzt hier nicht mehr richtig stellen? I'm glad this didn't break. Jack, why? That's enough for now. Oh, I think I'm just tired. Ja, und nun haben wir den nächsten Morgen. Fenster sind soweit alle geschlossen. Oh yeah, I should take my pills. Ja, wir haben ja auch nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit nur Pillen zu nehmen. Also er muss ja irgendwie Wahnvorstellungen haben, deswegen denke ich, ist das schon ganz gut. It takes me forever to finish these things. That's enough. It will never look clean. I need to quickly change and finish getting ready. Alter, wer hat jetzt hier die Wohnung aufgeräumt? Wer hat da wieder Glas reingemacht? Also ich meine, das Glas wäre kaputt, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Wo ist das Bild, was hier nebengestanden hat von ihr? So langsam wird es hier gruselig. Die Tasse, die auf dem Boden gelegen hat. Die Couch, die war komplett umgeworfen. Hier sind auf einmal die Sachen alle in Mülltüten drin. Was ist hier los? Okay, wir ziehen uns erstmal um. I'm gonna be late for work again. Got my keys, got my files, check. Time to go. Remember to close the door properly, Jack. I'll ask the neighbors tomorrow if they saw anything suspicious. I wonder if Ridley fixed the coffee machine. Ich will aber nicht nach oben fahren, ich will nach unten fahren. Oh Gott. Kriegen wir hier Hallos, wenn wir das machen? I like that.
Ich habe den noch nie benutzt, aber ich wollte den immer mal benutzen, deswegen. Okay, wir kriegen Hallos, wenn wir das machen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Erreiche das oberste Stockwerk des Gebäudes. Wieso das oberste? Hä? Ach so! Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wir sind doch die ganze Zeit hochgelaufen und kamen nicht höher. Und wieso ist dann das unterste Stockwerk, wieso ist das denn das oberste? Hä? Also so langsam, ja. Kann man jetzt hier raus, ne? Ja, okay. Da. So langsam fühle ich mich hier selber verwirrt. Hä, warum drückt man auf das unterste Stockwerk, wenn man nach ganz oben kommt? Maybe a bit optimistic. I'd better grab a coffee on the way. I'm exhausted. I wonder who Stephen brought in today. Good morning, Mr. Ridley. No, he's not here yet. No, I'll deal with Adam. Finde ich nicht gut. Ah, hier, Peter Red Pete Hockett. Das ist der doch, ne? Wow. Das sehe ich zum ersten Mal. I hope he... Oh, come on. He was too lazy to even wheel the gurney to the autopsy room. Na gut, aber wusste. Almost there. Now for the tough part. The body needs to be moved. Where's Ridley when you need him? All right. I just need some gloves and my apron. Then I can get to work. Hallo? Ach, erst die Schürze. Ja, super. Bringt ihr noch da. Darf ich jetzt die Handschuhe anziehen? Dankeschön. I'm going to need my tape recorder for this. Das Diktiergerät? Autopsy dated November 22nd, 1991. 7:32 p.m. Led by Dr. Jack Anman. I begin by verifying the identity of the Jane Doe. It's most likely Harper Lloyd, age 35. Found in a well-owned house by her neighbors, Leonard and Dorothy Chelsea. Reported missing for a week. Na. Ach so, rechte Taste. Ah. Firefighters found the body after the Chelsea family began complaining that their tap water tasted strange, and at one point had begun to smell and turn a dark color. It is also known that the deceased was diagnosed with affective bipolar disorder. Harper was placed on drug therapy, which she dropped out of fairly regularly. During her treatment, she was under the care of her common-law partner, Richard Benson, professional truck driver. The last person who had contact with the deceased was her partner. Harper's last message read as follows. I'm gonna take a shit in their stupid well. Then we'll see who has the last laugh. Nice one. Aber jetzt, wo der redet, also ist das größer? Ich bin ganz ehrlich, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Police records also show that Mrs. Lloyd was in constant conflict with her neighbors. The constant parties and subsequent brawls made living in the area nearly impossible, especially when Lloyd's partner wasn't around. I proceed to open the bag.
And check the most important task in forensic identification of a drowned person is to distinguish whether the death occurred before or after entering the water. Ja, das machen wir jetzt auch sofort. Ich muss allerdings mal schauen. Ja, doch, 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 ist es ein Unterschied. Also so klein war der Text vorher und so groß ist er jetzt. Na gut. Okay, that could have been worse. I carefully removed the victim's clothes so as not to damage the skin. The deceased was one shoe was missing. I'm going to need the camera to document all possible suspicious marks. Definitely the first thing that stands out is the very advanced post-mortem gigantism. F. Okay. The skin of the deceased appears very delicate, smooth, and relaxed from being in the water for a long time. The whole body is extremely pale. Na? Wieso kann ich das nicht? Hä, wieso pocht das jetzt nur? Hallo? Oder bin ich da zu nah dran? Nee. Da ist nichts mehr. Da pocht das. Oder bin ich nicht nah genug dran? Ah, okay. There are bruises and hemorrhages on the neck. These usually occur due to increased inhalation when fighting to breathe underwater. So, Moment, da kann ich noch reinzoomen. There are some obvious scratches on the skin. Hallo, geh auch raus. So, die Füße. Na? The so-called washerwoman's skin on the feet. The deceased had indeed been in the water for a long time. Okay, was haben wir noch? It's likely that the deceased was lying on her back when she was fished out. Ja, wir haben noch die Müllabfuhr, die sich mal wieder vor meinem Fenster befindet. Ich hoffe, ihr kriegt das jetzt nicht so mit von der Lautstärke her. Postmortem markings are seen on the underside of the body. That is, on the back, thighs and calves of the deceased. Was haben wir denn noch? Also das mit dem Auge. Ah, die Hände. Okay. The skin on the hands can be easily separated from the body. The separation takes the form of a glove. Nun gut, dann haben wir zumindest schon mal befestigt. Ach ja, befestige die Fotos an der Tafel. Man kann es so oft machen und trotzdem vergisst man es immer wieder. So, after the preliminary exam, it's time to take a closer look at this. Müssen wir hier drauf drücken? Nö. Scalpel, scissors. Wollte gerade sagen. Today's date. The deceased was clothed. Rigor mortis does not need to be checked. Based on the state of decay, you can be sure it has subsided. Also ihr merkt schon, ein Wochenende mal nicht drin gewesen und schon weiß ich gar nicht mal, was ich drücken soll. Untersuche die verdächtigen Stellen mit der Lupe. Tab weiß ich auf jeden Fall noch. Lupe, Lupe, da. There are obvious scratches on the skin, especially on the back and hands. These could be defensive wounds. Evidence of some sort of altercation prior to death.
No obvious signs of struggle. The skin on the hands would have easily peeled away from the flesh. Some of the fingers have already lost their nails. Okay. We see thick, white foam in the mouth of the deceased, resulting from pulmonary edema. Foam is a characteristic in deaths due to drowning. The spots have a purplish blue-red hue, which is a typical sign of the death of the organism. Yep, pretty typical. Liver mortis are formed as a result of putrefaction of blood in the veins. Due to the fact that the deceased was wearing shoes all the time, her feet are in better condition than her hands. Nevertheless, we can still notice a clear, wavy skin and the so-called washerwoman's skin texture. Okay, that's probably enough to indicate a direction for further examination. Gut, Klemmbrett. I better note that down in the records. Considering the deceased's penchant for drinking alcohol, it could have been a mere accident. Hands heavily wrinkled from submersion in water, typical washerwoman skin. There doesn't seem to be anything unusual about this liver mortis. Those abrasions appear relatively fresh. No healing or scarring is visible. Marks found on the neck and foaming at the mouth are typical signs of drowning people. War da nicht noch was am Bein? Ja. Diffuse spots are caused by blood rotting in the veins. Ja, das waren alle, ne? Mögliche Todesursachen. Spuren und Wunden ausgeprägte Flecken. Die Verteilung deutet auf eine lange Zeit der Ruhe auf dem Rücken hin. Keine Anzeichen einer Vergiftung. Typische Anzeichen von Ertrinken. In this case, the question is, was drowning an accident or of suicidal intent? Damit kommen wir dann zu den Kratzern. Maybe it's just an abrasion, or maybe the result of a fight and being pushed into a well. Ganz wichtig, postmortale Flecken, also wo der die Person schon tot war. Their distribution suggests that the victim was probably lying on her back when fished out of the water. Okay, vielleicht auch doch nicht so wichtig. Ich dachte jetzt, die wurden ihr jetzt extra zugefügt vielleicht. Die Haut ist faltig, weil sie lange Zeit im Wasser war. Ja, das würde ich jetzt mit zu den Trinken machen. The skin on the hands didn't fall off. Otherwise, I'd have trouble identifying the deceased. Keine Kratzer oder Wunden. A simple trip, loss of balance and as a result, you end up in a deep hole with no way out. Liver mortis of a different color could indicate poisoning with carbon monoxide, cyanides, or nitrates. However, this is not the case here. That's all for now. Before I begin the dissection, I'll make sure the suggested identity is correct. The suitcase with the fingerprint equipment should be around here somewhere. Okay, das hatten wir noch nicht. Mal was Neues, cool. Here it is. With decomposing bodies, the tissue of the pads and the fingers tends to shrink. To remove these shrinkages, a mixture of glycerin or air is used. Okay. Nehmen die entsprechenden Werkzeuge aus dem Koffer. Ja, aber wie soll ich das? Ich kann es nur drehen. Ach so, indem ich rausklicke. If the body of the deceased is well preserved, fingerprinting is similar to that of a living person. The fingerprint sheet should always be checked. Slipping fingers, too much or too little ink, or inaccurate hand position can make fingerprints illegible. I'm going to conduct a dactyloscopic examination. If in fact the deceased is at the police database, I will find her. Glycerin is injected successively between the nail and the skin of each finger. The substance then enters the fingertip, removing shrinkage and wrinkles. Ach so, die wird per Spritze reingemacht. Okay. Das ist irgendwie eklig. Also sowas kannte ich jetzt noch nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe ja schon viel so mit Adoptionen und so im Fernsehen gesehen.
Aber das mit den Fingerabdrücken wieder sichtbar machen quasi, also jetzt in diesem speziellen Fall, ne, weil sie so lange im Wasser gelegen hat. Das kannte ich nicht. Only when the skin is taut and elastic can you use ink. Die gesamte Handfläche. Wie lange muss ich das machen? Ich meine, ich habe das Zeug ja noch nicht mal, deswegen. Hallo. Er hat aber gesagt, ich soll die Bürste nehmen. Also den Pinsel quasi. Ich kann den auch nicht mehr loslassen. Ach, warum? Ach so, ich muss das gedrückt halten. Also linke Maustaste gedrückt halten, dann funktioniert das erst. Ja, toll. Wieso sagt man mir das nicht? I think it's enough. I'm getting fingerprint samples. Ja, verwende das Papier. Ah, jetzt kann ich zurückmachen. Victims, you have to be extremely careful. The skin may fall off the hand like a glove when you take the print. Verlasse den Leichnam. I'll use the fax machine to add the print into the system. Faxgerät, Faxgerät. Das ist nicht hier, oder? Achso, nimm den gerade gesammelten. Achso. Ich bin schon wieder zu weit. Schicke die Fingerabdrücke mit dem Faxgerät. Achso, doch hier. Ach ja, klar. Green button and. Once the data uploads, I'll run the prints against the police database on the computer. Soll man das nicht wieder mit aufnehmen? Great. The data is there. Click upload. Hab mich selber wohl an. Sag mir das doch einer. Now, go through the database and find a matching print. Expect possible hours of fun. One more. Analyze button. Achso. Jetzt wollte ich gerade Kaffee trinken. Then, we have a result. Everyone has a story to tell, even if it's just a police record. So, as predicted, the deceased turned out to be Harper Lloyd. That went smoothly. I'll print this out and attach it to the medical records. Okay, aggressives Verhalten. Lies die Ergebnisse auf dem Faxgerät ab. Right. Now we can go back to my inspection. Bestätige die Identität der Frau im Brunnen. Ja, kehre zurück. Also schmeißen wir einfach weg. Brauchen wir nicht mehr, schmeißen wir direkt weg. I'm adding the name of the deceased. I'll start the internal examination by taking fluid from the victim's brain. A needle inserted through the nose will do the trick. Oh, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich gar nicht mag. Wähle die Spritze. If the victim was alive when she fell into the well, she must have swallowed water fighting for her life. And then diatoms, characteristics of pooled water like a well, got into the body. Untersuchung des Gehirns, ja. Das heißt was? Dass ich jetzt rausgehen muss, oder wie? In the meantime, I'll check the sample under the microscope. I'm sure that these algae traces will be found in the samples taken from the well where police found the body. Now I need to adjust the knobs properly and place the diatom in the center of the slide. That I won't even notice an army of diatoms from this distance. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. The aperture still needs adjustment. Oh. Nah. Too much light. Oh. I'm finally starting to see something here. Aber der Fokus ist irgendwie. It's not a and perfect. Nein, das war nicht perfekt. It's not a dirty lens and perfect. Ja, wenn du da was sehen kannst, ich kann da nichts sehen. I won't even notice an army of diatoms from this distance. Great.
This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. Größere Konzentration Algen. Muss ich jetzt nochmal neu einstellen? It's not a dirty lens, I'm afraid. But rather a bad focus. And perfect. Ich verstehe es jetzt nicht, aber er sagt immer perfekt und dann muss ich immer wieder was anderes einstellen anscheinend. I won't even notice an army of diatoms from this distance. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. It's not a dirty lens, I'm afraid. And it's not a dirty lens. And it's not a dirty lens, I'm afraid. But rather a bad and perfect. Ja, aber was willst du jetzt? Um das Vorhandensein von Diatomen zu überprüfen. Ja, sind das Diatome? Nee, Diatomen. Weil ich kann ja auch nicht rausgehen. Ich kann ja aber auch sonst nichts anderes. Ach so, Moment. Ach! As expected, we find the aforementioned algae in the solution. Their upper part, Apotheca, which overlaps the lower, Hypotheca, is clearly visible. The presence of diatoms in the brain samples taken indicate that the deceased was certainly alive when she fell into the water and was possibly conscious. Okay. Kehre zurück zur Autoption. Warum liegen die Donuts eigentlich immer noch da? Since there were diatoms in the brain, it means that many more of them must have entered the body. Studies of the rest of the organs will most likely confirm this hypothesis. Okay. Die Menge der in der Flüssigkeit gefunden deutet darauf hin, dass das Opfer noch bei Bewusstsein war, als es ins Wasser ging. Ja, das... Also... ja, ertrinken dann, würde ich sagen. Ne? Aber was soll ich jetzt... Achso, Fremdverschulden wegstreichen. Ja, genau. Das wäre nur schön. Hallo? I can finally get to the practical part. Wähle das Skalpell und beginne mit dem Schneiden. Zack. I must be extra careful, because the skin of the deceased is very stretched. I wouldn't want an explosion here. Hallo? Hat er das jetzt angenommen hier? So, wie war das immer? Erst oben und dann unten. A very large swelling of the organs. In addition, all internal organs are very congested. I proceed to remove the rib. It's easy to see that the ribs have been imprinted in the lungs. So, I'm going to start by... If diatoms were only present in the lungs, this would mean that the victim was placed in the well after death, and the perpetrator wanted to get rid of the corpse in this way. Now, I remove the lungs and proceed to their examination. Okay, die sollten eigentlich... Ach nee, ich muss sie noch rausholen, oder? Ich sollte die Sachen, die ich untersuchen will, vielleicht erstmal rausholen. The tissues have lost their elasticity, which is the result of water emphysema. In addition, there is significant swelling of the organs, and as a result, we have a nice imprint of the ribs. The emphysema itself, it's clear how far it's progressed, which is characteristic of drowning. Markiere den Schaden an der Lunge. Ja. Wenn man davon ausgeht, dass das... So. Ich hätte auch einfach drauf gehen können. So, okay. Corpses found in water are worth examining with a tomograph. However, I can't count on such luxuries. So I must reach for a more archaic technology. A bucket and water. Ein Eimer und Wasser, hat er gerade gesagt, ne? Im Lagerraum. Wo war jetzt nochmal der Lagerraum? Du warst nicht der Lagerraum, ne? Du warst der, das Labor, oder was? Alter, was solltest du jetzt sein? Eine Leiche? Ist das der Lagerraum da hinten? Moment, das ist...
Ja, wahrscheinlich, wenn ich hier rein muss, ne? Has anyone been here? Ja, das hättest du dich vielleicht mal fragen sollen, als der Typ hier reingegangen ist. Oder diese Leiche, oder keine Ahnung. Mop in it. It's best to go to the lab for this. Führe einen Ertrinkungstest durch. Wie denn? Soll ich den Kopf reinstecken? Junge, Junge, Junge. Also ich gebe zu, das mit dem Grusel haben sie schon... Ja, wo... Warte mal, wo... Oh, Jesus. Oh, hi. Die war aber wieder gut zusammengefädelt gerade. Hier ist Wasser. Können wir das hier machen? Ja, der sagt nur für einen Test. Kann man das im Bad machen? Vielleicht? Er hat doch gesagt, ich soll Wasser reinmachen, oder? Was ich eigentlich sagen wollte, das mit dem... Alter! Geht's noch? Ich such grad das... Alles in Ordnung da drin? Das Waschbecken. Das war übrigens nicht das Waschbecken. Können wir den hier irgendwie abstellen? Ich kann die Tabletten nicht nehmen. Scheiße. Wie soll ich denn jetzt den Test durchführen? Leute. Er hat doch eben noch gesagt, ich soll Wasser da rein tun, oder? Also ich brauche einen Eimer und Wasser. It's been a while since the eye wash in this thing was changed. It's probably a health hazard now. Also die nehmen einen sehr gut an die Hand, aber... Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Muss ich hier irgendwas machen im Labor? Historically, the lung flow test is used to infanticide. Hallo? Das hätten die mir aber auch vorher sagen können, dass ich das unbedingt hier im Labor machen muss. Room temperature. That's enough. To test for this, I have to place the lungs in a container of water. Okay. This checks if there is air in the lungs. And speaking of lungs, everything is ready to bring them here. Das war wahrscheinlich jetzt der Jumpscare-Effekt, den ich eigentlich haben sollte, wenn ich hier wieder reingehe. Of course, such a study isn't without flaws. Air may have entered a newborn's airways during resuscitation attempts. Gases released during decomposition could also give a false result. In this case, however, it's about something else. Namely, the amount of fluid in the lungs. To test for this, I have to place the lungs in a container of water and wait to see if they fall or if they will float on the surface. Darf ich denn jetzt? Ach, das Brettchen muss man anklicken, okay. Schmeiß rein. Just as I assumed, the lungs collapsed easily. Ja, wie bringe ich denn die Lunge... Achso. Ja, macht ja leckere Geräusche hier. Kurz vor Mittagessen oder so. Fluid could have entered the lungs during panic attempts to catch breath underwater, but it could also be the result of bacterial infections or cancer, so further investigation is needed. Seziere sie, das heißt, ja, macht das schon automatisch, sehr schön. I move on to dissecting the lungs of the deceased. Oh, jetzt muss ich das wieder mit meinem kleinen Platz hier. You can hear the distinct, very unpleasant crackling of the tissues being cut through. Das soll ja auch so präzise wie möglich sein. Das kann ich auch alles... Oh, da ist das Ende. Das kann ich auch alles verstehen, aber ich muss immer zwei, dreimal... Remarkably pale. Although small hemorrhagic foci and petechia are present on the surface. Zwei, dreimal die Maus hochheben, weil der Platz nicht reicht. Seziere die Lunge, habe ich doch gerade. Hallo? Achso. All right. Now I will check the collected fluid under a microscope. If we find 20 diatoms on the slide, it can be considered drowning. And our result is not false positive due to possible contaminations.
Let's see. Although I expect we'll find them easily. The aperture's no. I'm finally starting to see something here. I won't even notice an army of diatoms from this. Great. This way I'll see if I'm dealing with a large concentration of these algae. And perfect. Große Konzentration. Ja, woran macht er das aus? Muss ich jetzt wieder so ein großes Teil finden? Weil er hat ja eigentlich gesagt, perfekt, ne? Achso, da geht's nicht weiter. Oh, hier unten ist was. Alter, was ist das? As expected. In solution, the diatoms are clearly visible. There are smaller and larger clusters of them. There will definitely be more than 20 of them. I'll make a note of all this. So far, this case looks pretty standard. It's clear from the beginning that it's drowning. Well, the procedure requires me to check everything anyway. Deutet auf ein nasses Ertrinken hin. Das hört sich gut an. Okay. Okay, warum ist der Fall da? So, I move on to checking the other organs. I ligate the heart and then remove it for inspection. Ich denke ja immer, ich soll irgendwo drauf drücken, deswegen drücke ich dann so wahllos. Da ist was. Strongly developed putrefactic hemolysis, the organ can be seen at first glance. Apart from that, no signs of a heart attack or other heart disease. Okay. Muss ich das markieren wieder, oder? Da. Herz ohne Anzeichen einer Krankheit. Fäulnis. Ah, okay. Achso, als Folge des Ertrinkens, ja, das war's. Mhm. I move on to the next organ. This time, it's the liver. Ich finde das aber doch so lustig. It's immediately apparent that the deceased didn't care for herself. Like most organs, her liver is enlarged and severely congested. The beginnings of cirrhosis are visible in some areas. I transfer the organ to a board and proceed to dissect. Was ich jetzt gerade in der Hand habe, nämlich, ja, seziere die Leber, genau. Das heißt, da muss ich nichts rausholen. Okay. Mach das doch nicht immer so weit, Mann. Ich habe nicht so viel Platz. So. Und hier schon die Kante. The cross section clearly shows dilated veins and many small hemorrhagic foci. I must admit that this is quite a feat, considering the rather young age of the deceased. Harper enjoyed drinking so much that she might not have lasted a few more years. Tja, was soll man sagen? Leber verhärtet mit stark erweiterten Venen. Dazu kommt dann noch die Sache, ne? I move on to the stomach. I take a sample of the fluid for testing. Achso, Willi, die Spritze. Ich wollte gerade sagen. Der Magen geht nicht raus. It looks very turbid. I'll see what happens after spinning. But that's in a moment. Now, I carefully ligate the organ, then cut it off. It's enlarged, probably full of putrid gases. I transfer it to the board and carefully open it, checking the contents. Vergrößert mit gereiztem Gewebe, okay. Einmal sezieren, okay. Alter, ich habe gesagt, ich brauche was, was weniger Platz erfordert. One thing you'd never get used to is how much this desk smells. Oh, wie ich das hasse. Leute. Also erstmal soll man ja auch nicht am Rand drankommen, das habe ich ja auch schon gemerkt.
Vielleicht kriegt man eine Errungenschaft, wenn man das alles schafft, ohne am Rand ranzukommen. Das weiß ich ja nicht. Ach. Wenn ihr das sehen könntet, wie ich jetzt gerade hier mit der Maus rumhantiere. Okay. Ach, Mann. The stomach is full of fluid and unidentified organic matter, which is probably leftover food. Okay. So, let's check the diatoms. Again. But in a centrifuge for a change. The problem with examining drowned people is being able to show whether the death was due to drowning or whether something else contributed to the death. Cramp, heart attack, drugs, homicide, or some accident. Such an analysis requires viewing from different angles and a careful interpretation of the collected data, including those from the field. That's why it's so important to collect as many samples as possible. Unfortunately. Keine Jumpscares. Ich bin enttäuscht. Benutze die Zentrifuge. Ah, nein. Die ist doch so ein bisschen verbuggt. Die will ich nicht benutzen. This is one last little sample. Okay. Proben. Wie viele Proben haben wir jetzt überhaupt mittlerweile? Eine nur, ne? Einstellen. Wir wollen Diatomen. Ich habe jetzt auch festgestellt beim letzten Mal, dass ich die Seite wechseln kann. Wenn ich jetzt noch herausfinde, was jetzt genau was ist, das ist dieses Diatoms, das müsste das sein. 35 Minuten, 25%. 35 Minuten, 25%. Sind das jetzt 35 hier? Müsste, ne? Was habe ich gesagt? 25%? Also richtig auf 25 kommt man aber nicht. Ja. Scheint 25 zu sein. So. Was denn? Heute mal keine Probleme mit der Elektronik? Oh Leute, jetzt habe ich mich schon so drauf gefreut. Nimm die Probe, genau. Done. I'll run it directly into the chromatograph and run it against the data from the police. Was war der Chromatograph? I'm certain the analysis will show similarities between the fluid and water in Chelsea's well. Moment, in das Gestell. Ja, ja, doch, das war im Labor, ne? Dann kommt jetzt was. Ich bin die ganze Zeit auf Jumpscares eingestellt. Also, naja, Jumpscares, ne? Aber ich bin darauf eingestellt, dass es hier gruselt. Nimm die Pipette und stelle sie so ein, dass sie 3 Milliliter... Achso, da. Let me think. Ja. Stelle ich die nochmal an? Hallo? Ich stelle... Ach, jetzt kann ich sie einstellen. Wenn er aufgehört hat zu reden. Okay. Ja, komm, dreh dich. So. Und. Okay, now it's the chromatograph's turn. The water sample matches the one provided by the police. Das ist toll. Well, the results are quite clear. I was hoping it would be a more interesting case. Hallöchen, ich bin wieder da. Ich scheint nicht sehr erfreut zu sein. More diatoms. Analysis indicates the same origin, blah blah blah. Okay. There's little left to do. I'm going to check the airway patency of the deceased. Interesting. Looks like there's something stuck in the trachea. I'm moving to the board for further inspection. Stimmt. Dieses längliche da. Oh. Wenn ich mir vorstelle, ich habe sowas Langes in der Luftröhre. Alter.
Hier. I dissect the trachea and open the organ. Wir haben zu viel zum Sezieren mittlerweile. Inside, I find a wedding ring. This is interesting. Let me look at it. Ein Ehering. Based on the size, I can say that it's a woman's wedding ring. Quite standard from the outside. There's an engraving inside. Ja, ich sehe es. Neben den Ring habe ich schon. Ich würde auch gern zurückgehen, aber ich darf nicht. Hallo. Leute. Okay. Ich hab den Ring. Ich spiele mit dem Ring und ich möchte wieder zurück. Das Datum habe ich ja gerade schon gelesen. Hallo. What the fuck? But this is my ring. Was? How is this ring? But how did it? But this should be at home. I have it. At home. I have to check this out. Where are my meds? Where the fuck are my meds? Jesus Christ! Hope these all make it go away. I have to check the apartment. It can't be. Jesus Christ! Wir fahren umgehend nach Hause. Wir wollen wissen, was los ist. Mr. Ridley. Jesus Christ! Was ist mit Mr. Ridley? Hallo? Hallo? Na gut, dann nicht. Komm, reiß dich zusammen. Ich sehe dein Auto sonst nicht. I have to check this out. This can't be real. Where is it? Where is it? Where? Ist der hier, oder? It's not here. It's not. I need to go. Ja, beruhig dich. Ruf den This an. This is sick. Fuck. Come on, Steven. Pick up the fucking phone. They took the ring! What? What ring? What are you talking about? They took the wedding ring. Alice's wedding ring! One sec. You mean burglary? You said nothing was missing. Yes, I know. I know that. I don't know. I was jittery. Maybe I didn't notice. I don't know, but... that's not the worst of it. Calm down, Jack. What happened? I found it in the trachea of the deceased I was working on. Do you understand? I pulled it out of a dead woman's trachea. What? I don't know what's going on. You think Red Pete wants revenge? He's playing with me. Huh? I knew it. I knew it from the beginning this was going to happen. I didn't make it up. Jack, listen to me. Try to calm down. Don't leave the apartment. I'll be with you right away, okay? I'm on my way. What sane person would do something like that? How? And when? When the fuck? Fucking Ridley lets in whoever he likes as usual. What are you saying? Steve? Steven? Don't leave me, man. Come on. Fuck. Oh, God. What now? Calm down. Just calm down. I need a drink. Also,
So langsam glaube ich, ich werde verrückt. Hier waren jetzt die Sachen weg. Es ist hoffentlich die Decke und keine Leiche hier. Warum telefoniert er jetzt plötzlich mit seiner linken Hand und nicht mal mit der rechten? Moment, Schreibtisch, der war hier. Wie soll ich mir jetzt hier einen einschenken? Jesus. What's going on? Heimlich versteckte Flasche Whisky. Just one sip more. Yep. Jesus. Just one sip more. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.